Hallo und herzlich willkommen zurück zur 25. Ausgabe des Toguta Schatten Let's Plays. Ja, wir haben letztes Mal hier mit Meisterin Yuan Pa ein gewisses Ritual vollzogen, wo wir auch kurzzeitig mit Lord Vivica sprechen konnten und haben jetzt seinen Aufenthaltsort rausgefunden, wissen jetzt, wo er sich befindet, scheinbar auf einem Raumschiff und wissen sogar die Koordinaten und sogar irgendwelche Codes, um da anzudocken. Woher auch immer. Und sollen jetzt aber vorher nochmal ganz kurz hier mit dem Rat konferieren und dann werden wir uns wahrscheinlich auf den Weg begeben und dort Lord Vivica konfrontieren. Von daher schauen wir jetzt erstmal, was der gute Rat so zu den neuesten Erkenntnissen zu sagen hat. Das Ritual war ein Erfolg. Lord Vivica ist im unbekannten Raum. Aber er weiß, dass ich komme. Jetzt kann nur noch euer Schutzritual ihn aufhalten. Ihr habt große Tapferkeit bewiesen und eure Meisterin trotz der Lage gerettet. Aber Lord Vivica wird seine Vorbereitungen getroffen haben. Und er besitzt immer noch seine stärkste Waffe. Die Seuche. Wenn das seine beste Waffe ist, wird er einen Schock bekommen, sollte er versuchen, sie gegen mich einzusetzen. Begebt euch schnell zu diesen Koordinaten, bevor Vivica zurückschlägt. Und Jedi, möge die Macht mit euch sein. Okay, also man entsendet mich jetzt alleine, um diesen Lord Vivica zu treffen. Ich hätte eigentlich erwartet, zumindest von der Logik her, dass man mir mal irgendwie so ein Einsatzteam zur Seite stellt oder so. Aber scheinbar hat man da nicht so unbedingt das Interesse dran, ne? Da meint man, Mensch, schicken wir doch einfach mal den jungen Jedi hin, der wird das schon schaffen und wenn nicht, haben wir Pech. Schön. Ja, ich laufe hier gerade ein bisschen ziellos durch die Gegend. Ich muss eh jetzt hier auf mein Schiff reisen gleich. Aber ich sehe hier gerade, dass es hier für die Questbelohnung eine nette Verbesserung gibt. Die hier mit 14 Ausdauer, 20 Angriffskraft. Und ich wollte mal gucken, ob die besser ist als die, die ich hier habe. Ja, ist sie. Und das ist ja das einzige Teil, wo ich eine Verbesserung einbauen könnte. Von daher nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. Machen Schiffe 33. Wunderbar. Und legen hier mal diese neue Verbesserung an. So, normalerweise müssten wir jetzt auch schon einige Fähigkeiten wieder lernen können, denn wir waren ja lange nicht beim Lehrer, deshalb gehen wir hier nochmal hoch. Hier oben müsste ja noch ein Ausbilder sein. Ich meine hier in diesem Raum. Ja, genau. Der ist unser. So, was haben wir denn? Oh, viele neue Ränge, sehr schön. Und wir haben auch die neue Gleiternavigation, das heißt wir fahren jetzt auch etwas schneller. Ah ja, und hier gibt es einige neue Dinge. Oh, mal gucken, was wir da alles können. Also das sind erstmal die neuen Ränge dieser alten Fähigkeiten. Nehmen wir erstmal die. So, was gibt es denn hier? Wollen wir erstmal gucken. Ablenkung. Hütte der Nah- und Fernkampfverteidigung 12 Sekunden lang um 50%. Okay, also das ist irgendwie eine Art Cooldown. Das heißt, ein Defensiv-Cooldown, den ziehen wir mal ja hier unten hin. Zur Machtwirksamkeit. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich die Machtwirksamkeit noch nie eingesetzt. Könnte man auch mal machen. Das ist ein passives Talent, okay. So. Und dann haben wir hier noch ein Execute, Wirbelschlag, okay. Macht, also Execute, weil wir den nur unter 30% Gesundheit einsetzen können. Ich habe eindeutig irgendwie zu viele Fähigkeiten. Furchtbar. Ich mache den mal hier auf die 6 vielleicht. Mal sehen, ob ich dran denke, dass ich den habe. Und dann haben wir noch den Schattenangriff. Ah, okay. Das ist dieser Opener, der nur hinter dem Ziel... Oder, na gut, was heißt Opener? Aber der ist auf jeden Fall nur hinter dem Ziel einsetzbar. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob man den in dieser Skillung, die wir hier haben, überhaupt nutzt. Aber wir machen es einfach. Und gucken. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich den jetzt hinlegen soll hier. Dann müssen wir den tatsächlich irgendwie hier hinlegen, hilft ja nicht. Was sind eigentlich hier Machttrennung? Wieso benutzen wir eigentlich nie Machttrennung? Das ist doch ein Dot, oder? Machttrennung ist doch ein normaler. Schwächer Ziel und Fried ist an Ort und Stelle 2 Sekunden lang fest und verursacht. Ja, natürlich. Oh Mann. Rennen wir hier schon Ewigkeiten ohne den zweiten Dot rum. Furchtbar. Egal, so jetzt haben wir alles. Und ja, kürze ich direkt wieder über die Festung ab.
Von der Festung direkt ins Schiff und dann begeben wir uns zu den Koordinaten, die wir von unserer Meisterin erhalten haben. So, okay, zurück zum Schiff und wir sehen auch, dass Taran mit uns gerne mal reden möchte. Das können wir gleich auch mal machen. Schauen wir erstmal, was der gerne von uns möchte. Vielleicht möchte auch noch wer anders reden, wobei glaube ich nicht. Denn... Oder? Wer will mit uns reden? Ah ne, das ist nur das, das sind nur die Quests da vorne, die Rail-Shooter-Quest. Okay, also Tera möchte mit uns reden. Ich dachte, vielleicht möchte ja auch noch Kaisen mit uns reden, aber mit dem haben wir ja nichts gemacht. Der hat ja keinen Zuneigungsgewinn bekommen, von daher gucken wir mal, was Teran oder Taran als da ja zu sagen hat. Nur einen Augenblick, Jedi. Der neueste Virenschutz von Holiday muss hochladen. Ein ziemlich großes Update diese Woche. Mhm, da war jemand fleißig. Ich sollte dem meine volle Aufmerksamkeit widmen. Gute Nacht. Ah, Holiday. Du bist wirklich einzigartig. Egal, wie viel Aufmerksamkeit ihr ihr schenkt, Holiday ist trotzdem nur ein Bild. Ich dachte, dass ein Jedi die metaphysische Existenz differenzierter betrachtet. Ihr vorheriger Besitzer hat Holidays Potenzial nie zu schätzen gewusst. So sind die Hutten. Holt nicht weiter aus als unbedingt nötig. Nun, dann genügt euch sicher die Information, dass ich Holiday bei einem kleinen Wettstreit von einem Hutten namens Glorso gewonnen habe. Meine Konkurrentin, eine Plünderin aus dem Outer Rim, war nicht sehr glücklich darüber, Holiday zu verlieren. Aber so ist das Leben. Aber das ist alles Vergangenheit. Und ihr, meine Jedi-Schönheit, bietet mir eine äußerst anregende Abwechslung von meinen üblichen Aktivitäten. Nee, darauf steigen wir mal nicht ein. Hört auf, Süßholz zu raspeln. Das ist mir so rausgerutscht. Ich werde meine Zunge in Zukunft besser hüten. Ja, da haben wir mächtig zu lange bei ihm verloren, aber nein, nein, nein. Für Taran sind wir nicht zu haben. So, was soll ich tun? Ach ja, so viel wie Kass Raumschiff reisen. Also, ab nach vorne ins Cockpit. Mal gucken, da ist er. Nee, das ist er nicht. Das ist er. Vivikas Schiff. Was hat er denn für ein Schiff? Oh, der hat sogar einen riesigen Sternzerstörer hier. So, was steht hier? Der Code von Meisterin Juron sollte die Verteidigung lang genug ausschalten, um an Bord gehen zu können. Naja, dann machen wir das mal. Aber eigentlich sollten die uns ja dann dennoch sehen. Oder sind wir dann auf deren Sensoren nicht zu erkennen? Glaube ich nicht. Es ist ja nur die Verteidigung ausgeschaltet. Dann schauen wir mal, ob uns denn ein Begrüßungskomitee erwartet. So, auf geht's. Schon mal bedrohliche Musik auf jeden Fall. Ah, und Roboter, die Stealth entdecken können. Oh, hierhin enttarnen die uns sogar schon. Das ist ja interessant. Das heißt, wir kommen scheinbar nicht drum herum, uns die Gruppe hier vorzunehmen. Jawohl. Okay, die ist versperrt, aber zum Glück befindet sich natürlich wieder vor der Tür ein Terminal, mit dem wir sie öffnen können. Ich dachte, ihr seid nicht töricht genug, um hier an Bord zu kommen, Jedi. Aber ich kann eure Anwesenheit spüren. Mal sehen, ob ihr mit dem Lichtschwert genauso gut umgehen könnt wie mit eurer Zunge. So jung und unwissend. Ihr versteht nicht, was Macht bedeutet. Und das werdet ihr auch nie. Kommt zu mir, Jedi. Seht, zu was ein wahrer Meister fähig ist. Ja, und lassen wir uns ja nicht zweimal bitten.
Geht die Tür auch nochmal auf heute, oder? Achso, sie hat es nicht geschafft. Ah, aber jemand hat hier explosive Fässer vor der Tür stehen lassen. Welch ein Zufall. Also ich weiß ja nicht, ob es so schlau ist, explosive Fässer mit dem Lichtschwert anzuhauen. Aber hey, scheint uns ja nicht geschadet zu haben. Oh, die können wir hier alle locker umgehen. Ah, wobei in der Gruppe ist wieder einer dabei. Dann nehmen wir aber trotzdem mal den vorderen hier raus, denn eben bei der Dreiergruppe. Oh. Okay, hätten wir gar nicht rausnehmen müssen. Mit einem Hit umgefallen. Okay. Kraftfeld geht an. Druide steht vor Steuerkonsole, die Kraftfeld ausmacht. Na gut. So, wir hatten ja, wo war denn der Angriff, der von hinten kam? Ist das der hier, Schattenangriff? Ja. Gut, dann eröffnen wir mal mit dem den Kampf. Oh oh. Oh 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 oh. Verdammt. Aber der Dicke ist kaputt. Ja, das ist das Problem, wenn man absolut keinen Plan hat, wo seine Skills liegen. Hätte ich ja sich klein kaputt machen müssen, ne? Die waren ziemlich heftig. Muss man merken für den nächsten. Oder ich hätte natürlich auch einfach mal hier, ne, irgendwie mal ein paar Abklingzeiten aktivieren können, aber da bin ich zu wenig in dieser Klasse drin, um daran zu denken. Aha, da kommt eine ganze Menge angerannt. Oh, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir die gleich alle am Halse haben. Okay. Oh, da ist sogar ein Dicker. Aber der lässt sich ja scheinbar auch ganz gut umgehen. War die Tür hier vorne zu, zur Brücke? Wahrscheinlich, ne? Wir müssen bestimmt den langen Weg hier außenrum nehmen. So. Ja, der Lord Vivica wird sich ja sicherlich auf der Brücke aufhalten. Jetzt hier nochmal durch. Ah ja. Okay. Sicherheitsterminal benutzen. Sagt mir, Jedi, wie hat sich das angefühlt? Die eigene Lebenskraft zu opfern, um einen Fremden vor mir zu schützen. Wie hat sich das angefühlt? Naja, ich war irgendwie nicht mal zwei. Wie hat es sich angefühlt, so elendig zu scheitern? Ich kann nicht scheitern. Ich habe bereits gewonnen. Wirklich? Dabei bin ich ziemlich sicher, dass ich noch am Leben bin. Wenn ich es euch bestätigen soll, Liebster, sagt nur Bescheid. Ihr werdet bald verstehen, wenn ihr dann noch lebt. Oh. Okay, was ist hier los? Oh, oh, oh. Ach du Kacke. So, ich habe schon mal den Finger auf der Machttarnung. Ich habe das Gefühl, ich werde es brauchen. Definitiv. Boah, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich nicht sofort wieder in den Kampf gekommen bin. Na, das ist das Problem, wenn man diese Gruppen umgeht. Und dann plötzlich zwei am Halse hat. Naja, machen wir die hier noch schnell kaputt. Okay. So, einen nach dem anderen, dann funktioniert das gut. Oh, dass sie uns bis hier hinten aufdecken, das ist ja krass.
Okay. Dann geht's hier runter weiter. Ah, die sehen uns auch eh gleich wieder. Also die müssen wir auch mitnehmen. Also rechts ist keiner von den Droiden drin. Das heißt, wir könnten hier rechts rumgehen. Das müssen wir ja sogar, genau. Denn hier geht's ja weiter. Oh. Gut, also einmal links runter und einmal rechts hoch. Und das ist ja ein sehr voller Raum. Naja. Na gut, der hat nur 610 HP. Das heißt, die fallen so instant um. Und da brauchen wir auch nichts dann. Gehen wir einfach mal rein. Jawohl, schön. Auf der anderen Seite nochmal genau dasselbe. Da haben wir auf jeden Fall wieder so ein Tarn-Druiden-Ding. Ich weiß nicht, können wir hier eigentlich Druiden mit ausschalten mit dem Ding hier? Nee, ne? Nee. Oh Mann. Und erst den hier kaputt. Bevor wir den anderen nehmen. Naja, der wird doch gerade schön hier betanzt. Oh, das ist aber auch ein Bug, dass Holiday hier nicht als Hologramm auftaucht. Naja, egal. Ja, schön. Gut. Und dann kannst du jetzt weitergehen zur Brücke. Das Kraftfeld ist wieder aus. Genau. Oh, schon wieder so ein Ding. Oh, Erfolg. Was ist das denn? Es werden immer mehr 100 Feinde mit Taran getötet. Okay. Daran sieht man mal wieder, dass ich den mit meinem Gelehrten fast nie mit hatte. Hätte er selber heilen können. Aber wir nehmen die mal mit, denn da vorne, die entdecken uns eh. Nachher enden wir die noch aus Versehen. Ganz spannend finde ich ja auch, dass die hier überall indoktrinierte republikanische Truppen rumlaufen haben auf einem imperialen Schiff. Also muss er mit seiner Seuche schon irgendwo mächtig viele Leute aufgelesen haben. Ja, ich versuche jetzt erst die linke Gruppe zu nehmen. Das hat tatsächlich alle getroffen. Sehr schön. Oh, der macht aber Schaden gerade. Nicht gut, nicht gut. Oh oh. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ach verdammt. Schon ein bisschen peinlich. Ich hab's echt nicht drauf mit der Klasse. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mit meinem Attentäter irgendwie eine Playtime von, weiß ich nicht, 20 Stunden und ich habe keine Ahnung, wie die Skills beim Schatten heißen. Ich meine, die Playtime hier ist natürlich jetzt schon ein bisschen höher, aber das Problem ist natürlich, dass ich das hier immer nur relativ sporadisch spiele. Immer vielleicht nur mal so eine Stunde, ne, um mal zwei, drei Folgen aufzunehmen. Da fehlt enorm die Spielpraxis mit der Klasse. Aber egal, hilft ja nichts. Ich hoffe, der Kampf gegen Vivica wird einfacher. Na, wir nehmen jetzt erstmal noch den Anführer von Team Rot mit. Nicht, dass der uns dann anspringt, wenn wir uns da enttarnen. Dann nehmen wir ihn lieber gleich von alleine mit.
Oh, da geht die Tür automatisch auf. Interessant. Ja gut, der war jetzt gar nicht so schwierig, ne? Weil der halt auch nicht so viel Schaden gemacht hat. Das konnte Taran ganz gut wegheilen. Aber der hat Stiefel gedroppt. Da wollen wir nochmal gucken, was das war. Mittelschwer. Präzision, Angriff, Stärke. Okay, damit können wir natürlich erstmal nichts anfangen. Ja, und wir sehen schon, da ist die Brücke. Da oben werden wir dann gleich Lord Vivica konfrontieren. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Ausgabe, sondern dann in der 26. Von daher macht es gut. Bis zum nächsten Mal.